Die Rechtsbrüche und Fehlentscheidungen von Jahren kulminieren in einer Haushaltskrise, hinter der sich eine Regierungs- und auch eine Vernunftkrise verbirgt. Die Schlussfolgerungen des Kanzlers aus einem zwingenden Urteil des Verfassungsgerichts sind abwegig und unlogisch. Die Regierung kann nicht rückwirkend für 2023 die Fortdauer einer unkontrollierbaren Notsituation behaupten, nachdem sie selbst diese 2022 für beendet erklärt hatte. Es geht nicht. Man durfte gespannt sein, ob diesmal über eine Energienotlage begründet werden würde oder über Kriege im Ausland oder über erneut aufflammendes Corona-Wüten oder über die unmittelbar bevorstehende Erdüberhitzung, wir haben es ja eben gehört von Herrn Kindler, oder vielleicht eine Sturmflut, wie es sie vorige Woche in Schleswig-Holstein als Notstandsbegründung bereits für 2024 herhalten musste. Gestern Abend kam dann nun die Auflösung. Der Krieg von Februar 22 und sogar die Ahrtalflut von 2021 sind die Schuldigen an der Not 2023. All das entdeckten sie direkt nach dem Urteil und ganz plötzlich im November 23 rückwirkend für Januar. Auf welch peinlichem Niveau sollen wir hier noch getäuscht werden? Diese Begründung, dem Bundestag zur Abstimmung zuzumuten, wird gleich der nächste Verfassungsbruch sein. Weder 2023 noch 2024 besteht eine Notsituation im Sinne des Artikel 115 Grundgesetz. Man heilt keinen Verfassungsbruch durch einen weiteren, Herr Kanzler. Auch das demonstrative Entfernen an diesem Satz hilft, ändert daran überhaupt nichts. Sie haben, und Sie hören es ja noch, als Kanzler in einer Ihrer ersten Amtshandlungen zusammen mit dem neuen Finanzminister Lindner den absurden Nachtragshaushalt 21 dann im Januar 22 beschlossen und darin auch schon die eindeutig verfassungswidrige Buchungssystematik. Die illegalen Kredite der Sondervermögen über viele Milliarden Euro sollten die Spardose sein zur Umsetzung der gesellschaftsändernden rot-grün-gelben Ziele. Die gesamte Politik, die Allgemeinpolitik der CO2-hysterischen Energievorgaben, der Masseneinwanderung, der woken Gesellschaftstransformation, der Industriefeindlichkeit, der milliardenteuren Corona-Lockdowns und der Waffengeschenke ins Ausland wären ohne diese Gelder nicht denkbar gewesen. Leider hat Ihnen das Verfassungsgericht erst jetzt die finanzielle Geschäftsgrundlage entzogen, Dutzende Milliarden zu spät. Deutschland wird nun schon seit vier Jahren finanziell notregiert. Es weht ein Hauch von Weimar. Dort wurde ab 1930 notregiert, meist gestützt auf Notverordnungen. Seit 2020 werden von der GroKo und auch von der Ampel durchgängig nun Notsituationen erklärt. Die Schuldenbremse wird so geschreddert, das Grundgesetz anhaltend umgangen, und das müssen die Menschen wissen. Die Grünen-Chefin Ricarda Lang fordert sogar schon die dauerhafte Aussetzung der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse. Herr Mützenich hat es eben auch mehr als angedeutet. Man fordert einen permanenten Notstand. Wir werden auch für die nächsten Jahre die Aussetzung diskutieren müssen. Das ist die Debatte, die ansteht, sagt Frau Lang. Die Ampel steht vor dem politischen, moralischen und finanziellen Bankrott. Verfassungskonform kann das Land nur noch mit einem grundlegenden Kurswechsel regiert werden. Die selbsternannte demokratische Mitte, die ach so demokratische Mitte, hat mit mindestens drei Haushalten an der Verfassung vorbeiregiert. Und der SPD-Fraktionschef hat hier eben an dieser Stelle vor wenigen Minuten das Grundgesetz als Monstranz bezeichnet, als peinliches Relikt. Schämen Sie sich, Herr Mützenich. Wo ist der Verfassungsschutz, wenn man ihn bräuchte? Wo ist er? Das sind Anschläge gegen die FDGO, hier an diesem Pult. Man kann sich nicht dauerhaft aus einer Krise drucken. Man kann die jahrzehntealten Lebenslügen der Politik aller Altparteien nicht dauerhaft mit Schulden und Steuergeld kompensieren. Ich habe das hier an dieser Stelle im Bundestag schon bei der Ausrufung der ersten Notsituation im März 2020 genauso gesagt. Es geht immer noch nicht. Herr Scholz, Ihre von Anfang an ungedeckten, vorsätzlich illegal ausgestellten Schecks haben die deutsche Misere sogar verschlimmert. Wäre dieses Geld nicht ausgegeben worden, dann stünde Deutschland heute nicht nur finanziell, sondern umfassend besser da, weil dann auch eine Menge gesellschaftspolitischer Blödsinn nicht finanzierbar gewesen wäre. Und Sie alle haben seit Kohlschen Scheckbuchzeiten mitgemacht.
Die AfD ist bereit, diesen Schutt wegzuräumen, aber erst dann, wenn Sie die fähigen Entscheidungen einräumen und den Weg für einen Neuanfang freimachen, für eine endlich wieder rational, national geführte Regierung, dann besteht trotz der horrenden Schäden durch seit 8 Jahren aufgegebene Grenzen und durch Billionen an zinstragender Verschuldung, die noch Haushalte bis 2070 belasten werden, die Chance auf Rettung Deutschlands. Mein letzter Satz. Doch zunächst braucht es Ihren Abgang. Suchen Sie eine Lösung, die die Entwertung Ihres Vermögens stoppt und außerhalb der konventionellen Lösungen funktioniert? Dann hören Sie mir bitte eine Minute lang aufmerksam zu. Der sogenannte Damokles-Effekt stellt eine Bedrohung dar, die vielen Menschen nicht bewusst ist. Dieser Effekt ist meiner Meinung nach noch bedrohlicher als aktuelle Themen des Weltgeschehens, Gesetzesveränderungen oder sogar drohende Enteignungen. Mein Name ist Markus Dahn und ich bin Unternehmer, habe Familie und wurde auf diese Bedrohung von Alexander Streeb aufmerksam gemacht. Herr Streeb war über 30 Jahre lang leitend in der Finanzbranche tätig. Er hat dabei beobachtet, dass die Bedeutung dieses Effektes oft nicht erkannt wird. Dadurch werden Fehler gemacht, die zur Existenzbedrohung führen können. Um Ihnen diese Bedrohung zu verdeutlichen und Lösungen aufzuzeigen, habe ich eine kurze Videopräsentation vorbereitet. Klicken Sie dazu einfach auf den Link unter diesem Video. Was Sie wissen müssen, ist, dass es sich bei der Bedrohung nicht um aktuelle Weltgeschehnisse handelt, den kommenden digitalen Euro oder das geplante Vermögensregister. Es ist eine fundamentalere Problematik, die vielen Menschen nicht bewusst ist. Klicken Sie auf den Link. Ich zeige Ihnen nicht nur, was diese Bedrohung ist, warum und wie wir bedroht werden, sondern ich zeige Ihnen auch, wie Sie sich schützen können. Bis gleich, Ihr Markus Dahn. Klicken Sie jetzt.